Ich gehe einmal die Woche auf ein Date mit mir selbst, um meine Me-Time wieder mehr zu zelebrieren, mein Leben zu romantisieren. Und wir haben heute ein Pflanzendate. Ich hole heute alles, was ich brauche, um meinen Balkon endlich zu bepflanzen und endlich noch ein Stückchen bunter zu machen. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Kleinstadt-Problems sind, wenn ich jetzt schon in den dritten Laden fahre, um hoffentlich alles zusammenzubekommen, was ich mir in meinen Kopf gesetzt habe. Zu Hause wurde ich dann auch schon sehnsüchtig erwartet. Bis auf eine Pflanze habe ich auch alles bekommen. Und was ich für den Balkon geplant habe, ist ein Katzengarten. Mit Katzengras, mit Katzenminze, mit Lavendel. Ich habe mich extra belesen, was für Katzen noch so ideal ist. Und den stelle ich mir hier auch gerade zusammen. Da freue ich mich sehr, dass die Katzen dort ihren Bereich jetzt haben. Und natürlich gibt es auch noch ein paar bunte Blümchen. Für dieses Pflanzgestell hatte ich im Vorfeld schon kleine Herzchen aus Ton gebastelt. Und dann habe ich es mir bequem gemacht mit einem Bridgerton-Buch auf meinem frisch bepflanzten bunten Balkon mit meinen Katzen bei schönstem blauen Himmel.